gemeinsam mit der Ringentwicklung hilft da Vorbild. Wir machen hier mit der Dana die Akrobatik und bei Patrick Pavlik machen wir das Tanzen. Wir trainieren einmal in der Woche und wir lernen da eben Choreografien und ja. Wir üben auch für Auftritte für den Kinderkult üben wir jetzt auch. Ich habe mir das mal angeguckt und meine Mama hat gedacht, ach komm, geh doch mal, ich habe sonst nichts vor und da habe ich mich auch bei Tanzen und Artistik halt angemeldet. Wir sind da einfach mal hingegangen und das hat ihm gefallen. Da gab es so einen Tag der offenen Tür und da haben die so gezeigt, was die schon alles machen und wer wollte, konnte dann einfach mitmachen. Wir malen, wir basteln, wir gestalten, wir stellen Bühnenbilder her und unterrichten Kinder von 6 bis 16, 18, haben allerdings auch Erwachsenengruppen im Alter von 30, 40 und 50 Jahren. Momentan ist ganz groß bei uns 100 Wasser und Picasso, weil das ist eine sehr schöne Maltechnik. Man kann sich sehr frei entfalten und kann da ganz einfach auch ganz viel Gefühl und ganz viel eigenes Leben mit reinbringen in diese zwei Künstler, sage ich mal, wenn man die vereint und in eigener Interpretation bringt. Wir haben begonnen, wie gesagt, komplett vom Null in 2008. Ende genommen ab Mai 2008 haben wir die Tür für Öffentlichkeit geöffnet. Nach dem Motto, wie ist es, wenn du eine leere Wand hast und fragst du einen Maler, wie lange hast du gebraucht, bis wann dort ein Bild entsteht. Das bedeutet, für diese nach wie vor relativ kurze Zeit ist es recht erfolgreich. Aber was ich auch selber nicht gedacht habe, dass gerade in dieser Freizeitbereich das nicht so einfach ist, die Gelder zu finden oder haben, gerade für die Projekte, welche aber diese künstlerische Arbeit ausmachen könnten.